Okay. Ja, sollen wir weiter forschen? Ich habe gerade irgendwie, wie gesagt, ich bin nur gerade irgendwie ein Forscherdrang. Was Neues entdecken oder sowas. Schnellreise B. Falscher Knopf. Da war auch noch so ein Punkt. Warum habe ich das markiert? Da ist doch gar nichts. Wieso habe ich das markiert? Das ist hier Level 23. Das traue ich mich noch nicht. Das ist Level 15 könnten wir eigentlich auch mal langsam probieren. Ich meine, ich bin Level 17. Ich habe die falschen Pals dabei gehabt. Sonst probieren wir das nochmal ganz kurz. Ich nehme mal aus der Pal-Box die Viecher mit, bei denen ich denke, dass sie vielleicht Sinn ergeben könnten. Das ist ein Eisviech gewesen. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich mit Erde und Dingen arbeiten, aber nicht mit Pflanze. Ja, ich weiß nicht. Also. Oder Feuer halt, ne? Aber Feuer, die sind halt nicht so hochgelevelt. Oder Foxsparks kann ich mitnehmen. Ich nehme mal Foxsparks mit. Incineram kann ich auch nochmal mitnehmen. Dafür Limbe-Flüpfen-Flüpfen-Flüpfen mit weg. So. Dazzy Mau. Direhole. Direhole wäre vielleicht auch eine kleine Idee für den Gegner. Oder hier, Ike Turner. Genau, dich wechsle ich mal kurz aus. So, ich sollte eigentlich auch, wie gesagt, ich sollte die auch mal wechseln. Footler wäre auch gut, gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich glaube, da wechsle ich gegen dich hier aus. Ich glaube, Footler wäre auch gar keine so schlechte Idee. Ja, ich glaube, das könnte man mal so machen. Und wir sollten, wie gesagt, auch mal ein bisschen leveln lassen. Die, die bei mir in der Box sind, die bringen halt leider überhaupt nichts. Eins von denen zum Beispiel könnte ich mal leveln. So, warte mal, gegen einen hochgelevelten oder so. So ein kleines Elefantchen. Habe ich doch. Ja, genau, sind alle nur so wahnsinnig schlecht gelevelt. Gegen dich. So. Die sind zwar nicht immer unbedingt nützlich, je nachdem, was du mit denen machst und so, aber wie gesagt, wir leveln die ja. Wir sollen ja auch mal ein bisschen leveln zwischendrin, damit wir sie später auch mal benutzen können, wenn es denn notwendig ist, ne? Hier so. Machen wir es mal so. Okay, dann probieren wir nochmal unser Glück hier oben bei dem Gegner. Jetzt mit meiner Ausrüstung aus. Pfeile habe ich, glaube ich, genug, aber ich muss mal gucken. Mag jemand für mich das Abendessen kochen? Ich habe Hunger, aber mag nicht kochen. Ich hatte heute Sushi gekauft. Also von dem her habe ich es mir auch leicht gemacht. Die Sushi. Oh, ich habe ungenutzte Punkte. Ich gehe mal auf. Ne, Arbeitstempo brauche ich gerade nicht. Ich gehe mal auf Angriff. So. Und dann schauen wir mal. Ach so, und ich habe immer noch ungenutzte Statuspunkte. Ich habe immer noch einen? Ups. Ein Doppeltangriff. Wie viele Statuspunkte habe ich dann wieder vergessen wegzugeben? Meine Güte. Schau wegen dem Umbenennen. Ja, ist ja gut. Oh. So, warte mal. Kann man das hier jetzt sehen? Also. Da steht. Also, wenn es. Ich habe immer noch ungenutzte Statuspunkte. Was willst du mir? Ich habe doch gerade eben. Ah, ich habe nicht bestätigt, ne? Ich trottel. Ich habe nicht bestätigt. Ja, mein Problem. Also wie die funktionieren, die Status, Umbenennungen, das weiß ich halt. Das muss man mir halt erklären, wie das geht, weil wenn ich es rein theoretisch umbenennen könnte, aber nicht weiß, wie es geht, natürlich auch lustig. Also eben, ich habe es ja noch nie gemacht. Vielleicht muss ich das auch in der Box machen oder so. Vielleicht muss ich auch einfach hingehen und sagen, du heißt jetzt so. Ich habe ein bisschen Angst, da reinzugehen. So, mit L1 kann ich den rausholen. Pfeil ist ausgerüstet, okay. Ich weiß nur, wie es mit Maus und Tastatur geht. In der Detailansicht sieht man das oben neben dem Namen eigentlich, aber ich glaube, das geht bei dir immer noch nicht. Dann haben die Xbox-Spieler tatsächlich immer noch eine veraltete Version. Es tut mir wahnsinnig leid für mich und alle anderen, die so spielen. So. So, und jetzt, genau. Ups. Oh, oh, wow. Alter!
Da stirbst du ja sofort. Ich komme hier gar nicht zum Zug. Alter, wie schnell stirbt man denn hier? Ja, lass mich mal kurz hier durchschnaufen. Mein Monsterchen kann nicht weiterkämpfen. Ja, kann schon nicht weiterkämpfen, ey. Das war... Wie schnell geht denn das? Das ist Level 15. Ich bin Level 17. 3 Schläge und ich bin down? Hä? Also bitte, wie groß ist der Schwierigkeitsgrad? Ja, aber ernsthaft, Leute, was soll denn das für ein Schwierigkeitsgrad sein? Jetzt habe ich extra Perls mitgenommen, die vom Ding her besser zu sein scheinen. Oh, ich bin hier oben gelandet. Und es hat nichts gebracht. Die Kleinen machten den Anfangstricky. Ja eben, die haben mich voll gebasht gerade. Ich muss meine Sachen wiederholen. Die Pingus machen gut. Oh, aber wirklich, ey. Ja, könnt ihr nochmal mein gebärfreudiges Becken angucken. Ist doch auch schön, oder? Ah, ja. Ich habe übrigens in den YouTube-Kommentaren einen Kommentar gehabt. Dafür, dass man sich den Charakter so lange angucken muss, hätte man sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können. An die Kommentarschreiber-Person. Ich glaube, es war eine Frau, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es gibt Menschen, die so aussehen. Die hast du damit beleidigt. Genau, Jana, eben. Da macht ihr selber einen Charakter. So ist es halt, ne? Soll ich es nochmal probieren? Eins meiner Viecher ist zwar schon tot, aber ja, ist eigentlich egal. Weil, ich will es nochmal probieren. Noch einmal. Ich will nochmal, ganz kurz, also beziehungsweise ich muss mal ganz kurz warten, bis ich wieder hochgeheilt bin. Ich will keine Beauty-Produkte, doofe Werbung. Toffees Beauty Palace, willkommen zurück. Bibis Beauty Palace gibt es ja nicht mehr, deswegen mache ich jetzt große Konkurrenz. Bronx Char sieht ähnlich aus, da jammert auch niemand. Außerdem ist es doch dein Char. Doch, bei Gronk motzen sogar sehr, sehr viele. Aber Gronks Kommentare sind tatsächlich moderiert. Da werden sogar manche glaube ich, gelöscht, die halt ein bisschen zu negativ sind an Kommentaren. Finde ich auch sehr, sehr gut bei seiner Größe. Da muss man auch wirklich ein bisschen mehr auf Seriosität auch im Chat oder halt eben auch in den Kommentaren achten. Bei mir fällt es halt auf, weil es nicht so viele Kommentare gibt. Und wenn sie halt negativ sind, dann kriege ich das sofort mit. Und eben, das war halt einfach so wieder so ein Kommentar, der halt einfach nichts bringt, weißt du? Das ist keine konstruktive Kritik. Es liegt halt einfach so daran, ich mag das nicht. Ich habe schon oft genug gesagt, dass ich nicht so ein Fan davon bin, Charaktere zu erstellen, weil ich da einfach nicht das Fingerspitzengefühl und die Kreativität dafür besitze. Und ich habe mich absichtlich dazu entschieden, einfach einen Random-Charakter zu nehmen. Und ich finde es auch toll, Charaktere zu nehmen, die ein bisschen spezieller aussehen. Ich mache mich zwar auch darüber lustig, aber eher auf eine positive Art und Weise. Weil ich mir auch immer wieder sage, solche Menschen gibt es halt auch. Also warum sollte man das jetzt nicht reinbringen, ne? Und wem das nicht passt, der soll halt woanders gucken. Ich meine, ich bin jetzt, weiß Gott, nicht die einzige Person, die Palworld spielt, ne? Also es gibt genügend andere, die das tun. So, hier. Wusch. Ich halte mich jetzt mal im Hintergrund. Ich lasse erstmal mein Pal arbeiten für mich. Ich will mal gucken, was passiert. Aua. Alter, direkt Ding tot. Also den Dings hier, den Schild weg. Ist aber gar keine so schlechte Idee. Also Tombat schlägt sich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich hole mal den als nächstes rein, wenn Tombat nicht mehr sein sollte. Aber er macht's echt gut. Er haut die Kleinen da gerade immer mal wieder weg. Zwar nicht die ganze Zeit, aber einer ist schon weg. Der zweite ist schon fast weg. Tombat, du machst einen tollen Job. Ich muss gar nichts mehr machen. Siehst du, jetzt ist schon der zweite down. Sehr gut. Tombat, du bist spitze. Du bist bis jetzt auch mein Lieblingsperl, muss ich sagen. Also es war ja... Oh, das war er schon... Das war er schon gewesen, als ich noch... Als ich ihn ganz am Anfang schon bekommen habe. Guck mal hier. Yeah! Woo! Was, erster Boss-Sieg? Von wegen. Von wegen erster. Am Arsch hängt der Hammer.
Ich habe schon ganz andere Bosse besiegt, du. Da wusstest du noch gar nicht, dass es Bosse gibt, Spiel. So. Peng-Keng, Federschmuck. Peng-Keng. Toffi, du schummelst. Nö, das geht. Bei Pokémon kann man auch nur seine Pokémon kämpfen lassen. Aber dieses Spiel ist ja nicht Pokémon. Das ist ja was ganz anderes als Pokémon, ne? So, kann ich jetzt hier noch irgendwas holen oder war es das jetzt? Gibt es hier irgendwas? Das sieht ein bisschen auffällig aus, dass man da hingehen könnte, ne? Aber ich glaube nicht, dass da was zu holen gibt, oder? Nee. Ich glaube, das ist jetzt wirklich durch. Ah, ja, genau, man kann jetzt hier hoch. Ja, es gibt halt nur in Anführungszeichen einen Boss hier. Aber den haben wir wenigstens besiegt. Was, Danger? Ach so, weil du jetzt wahrscheinlich hier, weil du Leben wieder brauchst, oder? Hauptsache, wir haben es geschafft. Ach, du hast ihn das erste Mal besiegt. Ach, das war damit gemeint. Ja, ich dachte, also es klang halt so ein bisschen so nach das erste Mal einen Boss besiegt. So klang das jetzt halt. So, der ist 38, den können wir noch lange nicht. 23 auch noch nicht. 17, der wäre ja der nächste, den wir probieren. Aber ich glaube, das würde ich jetzt erstmal lassen, weil ich bin ja auch erst Level 17. Und 23 traue ich mich auch noch nicht. Aber wir haben ja schon mal wenigstens was geschafft. Ist doch schon mal was. Also, ich muss von da unten aus, ne? Nietzsche! Ich bin stolz. Ich werde gleich noch was kochen. Ich habe tatsächlich wieder ein bisschen Fertigfraß für mich entdeckt, tatsächlich. Sollte man eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe ein bisschen was von Froster wieder probiert. Einfach mal diese, um mal wieder Fertigessen zu probieren, wenn ich mal alleine bin und wo es schnell gehen muss. Und dann habe ich tatsächlich jetzt das ein oder andere Fertigessen mal probiert und die schmecken eigentlich gar nicht so schlecht. Ob da jetzt was Gutes drin steckt, weiß ich nicht. Die werben zwar immer damit, dass es alles doch gar nicht so schlecht sein soll. Aber, ja. Kann man jetzt wieder so oder so sehen, ne? Genau, Foxbugs muss auf jeden Fall wieder hier rein. Tombat muss hier rein. So. Und Ike Turner kann hier drinnen bleiben. So, dann nehme ich dich nochmal wieder mit hier. So. Und dich nehme ich mit. So. Und wen level ich jetzt mal? Hier. Level 6. Und. Hier auch. Level 6. So. Gut. Hätten wir das. Die Frage ist, ob ich jetzt noch weiter erkunden sollte. Eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Immer mal wieder zu erkunden. Man kann ja vielleicht auch mal was finden, was Besonderes, ne? Also irgendetwas, was einen dann am Ende des Tages vielleicht doch irgendwie was Neues eröffnet, was man vielleicht noch nicht kannte, ne? Achso. Ah, Fug. Ich habe aus Versehen auf alles gedrückt. Warum mache ich das? Ich will das doch gar nicht haben. Ja, antikes Bau. Sowas kann ich ja tatsächlich irgendwie immer im Lager lassen. Ne? Sowas brauche ich jetzt gerade gar nicht. Zumindest nicht bei mir in der Tasche. Schlammschuss-Zeugs. Ja. Achso, das ist schon wieder voll, ne? Oh. Dossen, hallo. Und Dani, hallo, Dani, ne? Bist du wieder im Poster? So, wie war das nochmal? Rüber nach links mit LT. Okay, also hier so. Na, nicht nach. Ach so, nach links ist die andere Richtung. Scheiße. Mann, ich hab schon wieder verwechselt. Was ist los mit mir? Ich kann heute gar nichts. Ich bin zwar gut drauf, aber offensichtlich nicht gut bei der Arbeit. Weil die Schlüssel, ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen sollte und sie irgendwie benutzen sollte oder ob ich sie also ob ich sie in die Lager lasse, ich weiß es nicht. So, jetzt, komm hier. Nochmal, bitte nochmal richtig, komm mal. Jetzt machen wir mal richtig mal nach rechts. Das geht überhaupt nicht nach rechts. Nach rechts RT. Ach so, das ist RT. Ja, ich habe gedacht, das wäre der andere Knopf. So, hier nach rechts, so passt. Little Angel, hallo auch an dich. Bin ich doch immer. Ja, Dani, du sowieso, ne?
So sieht es aus. Find die gut für lange Arbeitstage. Die Froster-Dinger. Ja, das ist eben. Also ich finde es zwischenzeitlich auch mal gar nicht so schlecht. Froster ist für alle da. Peter von Froster vor allen Dingen. Oh, das war immer ein toller Typ, oder? Bei dem hatte man wirklich Lust, was zu essen. Oder, liebe Damen da draußen? Ja, Peter von Froster habt ihr gesehen, habt ihr gesagt, oh, Peter. Was schon Leckerchen, ne? Habe ich mir von der Damenwelt sagen lassen. Und ich auch selbst, also da fand ich auch schon, also da gab es auch schon Situationen, wo ich einen feuchten Traum von Peter hatte. Soll ich nochmal einen Rookie-Dingsen oder wie? Nein, komm. Ach komm, hier, volle Kanne drauf. Ich nehme ihn nicht mit. Ich verprügel ihn einfach nur. So. Weißt du, die einen kotzen und die anderen stöhnen die ganze Zeit. Ey! Wenn ich die umbringe, ist das was ganz anderes. Du darfst das nicht. Oh, jetzt werden die aggressiv auf mich. Ich habe gerade das Viech gerettet, Leute. Oder nee, ja, es ist trotzdem gestorben. Aber ich habe es trotzdem nicht verschuldet. Lass mich in Ruhe. Jetzt rülpst du mich auch noch an. Der leckere Peter. Ich esse oft Mittag auf der Arbeit, weil der sonst viel wegschmeißen. Weil er sonst weggeschmissen wird. Was ich so schade finde, so viel Essen, was das im Müll landet. Ja, da habe ich mich auch wieder versucht, so ein kleines bisschen mehr wieder anzunähern, an Dinge mehr aufbrauchen, anstatt wieder was zu kaufen. So langsam habe ich wieder ein bisschen mehr im Blick und auch im Gefühl. Ich habe leider auch viel zu viele Situationen gehabt, wo ich auch wieder Essen wegschmeißen musste, weil ich selber nicht mehr auf die Idee kam, es noch weiter zu verwerten, beziehungsweise es dann halt, bevor es schlecht wurde, auch wirklich zu benutzen. Ist irgendwie ein bisschen arg, oh, ich laufe in die falsche Richtung, ist immer so eine arg blöde Verschwendung und so, und da muss ich mich auch manchmal zurücknehmen. Und deswegen sage ich auch, ich mache selber nicht immer unbedingt richtig. Da können wir uns alle mal zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen zusammenreißen und überlegen, wie wir es hätten besser machen können. Heal the world, make it a better place. Schau einfach Toffees Stream und der Klug scheißt dich einfach voll. Er hat gut reden, denn er labert eh nur rum. Ja, unser Toffi, dem ist kein Spruch zu dumm. Wie geht's dir, Toffi? Siehst du müde aus? Hä, findest du? Heute habe ich gut geschlafen. Am Freitag war ich müde, da haben wir Among Us gespielt bis zum geht nicht mehr und da habe ich davor ziemlich schlecht geschlafen und dann war ich am Freitag auch noch den ganzen Tag mit meinem Sohn im Schwimmbad, da war ich müde. Alter, war ich richtig müde. Das hat man bei Among Us wahrscheinlich sogar gemerkt beim Spielen. Ich war so irgendwann so durch und dann war ich auch noch viel zu oft Imposter. Ich will es jetzt nicht aus Spoilergründen nicht sagen, wie oft, viel zu oft. Ja. Ich mag den Song sehr. Von Michael. Von Michael Jackson. Komm, greif mal an, mein Viechlein. Ja, wieso greift mein Viech nicht an? Warum steht der eigentlich sowieso nur rum? Das will gefangen werden. Ich glaube, das kennen wir alle mit dem Wegschmeißen. Ja, leider, leider. Wie gesagt, das ist in unserer Gesellschaft etwas zur Normalität geworden, was natürlich auch ziemlich traurig ist. Umso schöner, wenn wir uns immer mal wieder zusammennehmen und kurz innehalten und drüber nachdenken. Mhm. Guck mal, da vorne ist Rauch. So, da komme ich wieder zu dem Punkt, wo ich mich mal hinportieren konnte, als ich gestorben bin. Aber da gehe ich jetzt absichtlich nicht hin, weil ich will ja alles andere hier auch nochmal angeguckt haben. Und schon tot. Es ist auch noch weggeflogen, Alter. Ins Nirvana wurde es verbannt. Das gibt's ja gar nicht. Ja, dann nehme ich die Bären auch nochmal mit, wenn wir schon mal hier sind. Tiffy, hallo. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Tiffy.
Ich bin wieder viel zu gut drauf. Wart mal ab, bis wir wieder an einen Punkt kommen, wo Toffee irgendwie nichts mehr findet oder nichts mehr hinkriegt oder sowas, dann geht meine Laune wieder ganz, ganz schnell runter. War doch gestern auch so bei Zelda Totke. So schnell konnte meine Laune gar nicht fallen. Und dann musste ich mich wieder irgendwie motivieren, weiterzumachen. Alter, wie gibt's hier viele Beeren? Das ist ein richtiges Bärenmuseum. Ein ganz schön langweiliges Museum, wenn immer nur die gleiche Beere ausgestellt wäre, oder? Ein langweiliges Museum mit Beere, wenn immer die gleiche ausgestellt wäre. Das habe ich sogar noch gereimt für euch. Oh, ich bin hungrig. Oh, und mein Dings müsste mal wieder repariert werden. Meine Klamodis. Da. So. Alter, es ist hier wahnsinnig dunkel, ey. Ich weiß nicht, ob da irgendwo noch ein Portpunkt kommt. Ich höre ja dann meistens auf mit dem Erkunden, wenn irgendwo noch ein Portpunkt kommt, wo ich zurücklaufen kann. Es ist immer so wahnsinnig dunkel. Und 5 Anrufe hintereinander einfach. Was? Ja, warum 5 Anrufe hintereinander? Warum wollen 5 Leute was von dir? Bist du heute so wichtig? Blubnane? Alter, die Bären, sie hören einfach nicht auf. Ich kann nicht aufhören zu looten. Und da ist noch so ein Riesenviech, das ich jetzt nicht umbringen werde. Ich könnte das hier umbringen. Das Fuck. Fuck. Okay. Oh, schnell. Nein! Oh, ich wollte es ganz schnell fangen, bevor. Ah, egal. Hauptsache Perlsaft. Da ist doch eine Eule. Die kann ich aber besiegen, oder? Ja, aber die flüchtet vor mir. Ich sehe nichts, Alter. Es ist stockdunkel. Ich sehe gar nichts. Ich falle gleich Stück gleich runter. Hui. Da ist noch eine. Die wenigstens blinken die. Among Us würde ich auch gerne mal mit dir zocken. Ja, können wir gerne mal machen. Das müssen wir dann aber privat machen. Wie gesagt, im Stream macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, weil es gibt halt immer Stream-Sniper. Und deswegen mache ich das im Stream nicht. So, warte mal, wo ist die Karte nochmal da? Gut, jetzt haben wir wenigstens alles bis zu dem Portpunkt ein kleines bisschen analysiert. Also wenn wir das nächste Mal wieder hier sind, dass wir dann wenigstens die Karte aufgedeckt haben, für den Fall, dass was hier wäre. Aber das ist schon wieder so ein Baum, ne? Das ist einer. Ah, den haben wir schon mal gesehen. So einen mysteriösen Baum, der so ganz besondere Dinge hatte, ne? Upsala. Wie springen wir noch? Doch schon so, ne? Wir wollen da gerade nicht springen. Kann ich den Baum schlagen? Bringt nur nichts, ne? Gut. Ja, man kann da Früchte halt eben bekommen. Spezielle. Aber ob man die jetzt braucht oder nicht. Also ja, aktuell brauche ich sie noch nicht. Oh, da eine Schatztruhe. Oh! Siehst du? Sogar mein Charakter sagt. Oh! Megasphäre auch noch drin. Pfeile und Goldmünzen. Geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Woo! Oh Gott, ich ersauf gleich. Befürchte ich. Nein, doch nicht. Da hängt noch was am Baum. Oh, hängt noch, habe ich was vergessen. Oh, Mist. Among Us im Stream immer schwierig. Irgendeinen Arsch gibt es leider immer. Ja, eben. Deswegen fange ich das gar nicht erst an. Ach, das ist meiner, ne? Oh, ich dachte gerade schon. Gerade schon Schreck gekriegt. Was ist das für Level? Level 13. Oh, den fangen wir uns. Komm, warte mal. Komm, den fangen wir uns. Ey, flieg doch nicht weg! Ich treff nix. Aua! Wo ist er denn? Ah, oh, Mist. Ja, nee, der ist noch nicht so weit. Und jetzt? Ich probier's mal. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber gut, weiter schwächen hätte ich ihn jetzt auch nicht können, dann wäre er gestorben. Ich hab's geschafft! Woo!
Nightwing verschleppt neugeborene Pearls in sein Nest und zieht sie dort auf. Wenn die Zeit reif ist, werden sie gefressen. Und ihr sagt, ich bin schlimm, dass ich Pearls-Schlachten mache. Übrigens eines der schlecht bewertetsten Videos auf meinem YouTube-Channel. Das Video, wo ich ein Pearl geschlachtet habe. Ich glaube, es hat mehr Negativbewertungen als Positivbewertungen. Kann man ja nicht mehr sehen auf YouTube. Und in diesem Falle bin ich auch echt froh drum. Ich habe doch nur die Funktion des Spiels benutzt. Das Spiel hat es angeboten. Und ich habe es benutzt. Muss ich mich jetzt dafür schlecht fühlen? Ist das ein Ei? Aber es ist normales, okay.